Schloss Moritzburg, Kulisse des legendären Märchenfilms Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und alle Jahre an Weihnachten Pilgerstätte für die Fans. Nach Corona strömen sie wieder in Scharen. Von Köln kommen wir. Jedes Jahr seit 22 Jahren immer in die gleiche Pension. Wunderbar, liebliche Menschen hier. Die Stimmung ist halt anders als bei uns in Köln. Weil das Märchen mich mein ganzes Leben begleitet und dass das eins der schönsten Märchen ist, die es überhaupt gibt. Vor 50 Jahren, im Winter 1972-73, wurde die deutsch-tschechische Koproduktion gedreht und Libuše Šafránková avancierte zur wohl schönsten Prinzessin der Märchenfilmgeschichte. 19 Jahre war sie da und 2000 andere Bewerberinnen für die Rolle gegen sie chancenlos. Und welche Ausstellungsstücke begeistern die Besucher am meisten? Die Herzstücke sind immer die Kostüme. Die Originalkostüme, die bekommen wir aus Babelsberg und aus den Filmstudios in Prag, aus Barrandov. Und es ist jedes Jahr eine Überraschung, wenn wir die Kisten aufmachen, weil wir wissen nie so genau, welches Kostüm bekommen wir jetzt aus Tschechien. Die haben dort zum Teil den Status eines nationalen Kulturerbes. Etwa ein Drittel der Aschenbrödel-Fans in Moritzburg kommt aus Tschechien. Dort heißt Aschenbrödel übrigens Popelka. Ich sehe jedes Jahr eigentlich dieses Märchen und ich bin Lehrer auf der Schule in Kladno und ich plane jedes Jahr eine Reiseklassenfahrt nach Dresden. Und wir verbinden immer diese Klassenfahrt mit Besuch dieser Ausstellung. Ja. Worin liegt der Zauber dieses Films, dass der Groß und Klein nunmehr ein halbes Jahrhundert in seinen Bann zieht? Ich kenne den Film in- und auswendig. Ich kann die Szenen fast mitsprechen. Wir gucken den mindestens zu Weihnachten und Silvester 10-mal, so oft wie es geht. Es ist ja auch ein Film, der Spaß macht, der friedlich ist. Da ist nichts Böses dran. Der ist einfach schön. Das ist die Magie. Da ist alles richtig gemacht worden bei dem Film. Und früh übt sich, wer ein Märchenprinz werden will. Pavel Travnicek, der Prinz im Film, war damals 23 Jahre alt und gerade mit der Schauspielschule fertig. Die nächste und übernächste Generation der Aschenbrödel-Fans ist längst am Start. Ausgerechnet zu meinem Geburtstag. Wir machen einen Prinzessinnenausflug. Meine Schwiegertochter, die Christine, mein süßes Enkelkind und ich. Einmal Prinzessin sein. Hier auf Schloss Moritzburg kann jeder in die verschiedensten Kostüme schlüpfen. Die Nachbildungen der Filmfiguren, da lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit zu den Schauspielern mitunter nicht leugnen. Der legendäre Rolf Hoppe als König, seine Königin Karin Lesch, durfte sich Hoppe damals selbst aussuchen. Prinz, eure Naseweisheit ist hier ganz fehl am Platze. Ich bitte meine Offenheit zu entschuldigen, aber ich wurde dazu erzogen. Überhaupt ist dieses Märchen ziemlich modern erzählt. Sonst ist ja eine Prinzessin immer typisch, ich gucke zum Prinzen auf und warte, dass der mich heiratet. Und ich finde, das Aschenbrödel ist ein bisschen frech und lässt sich auch ein Stück weit erobern von dem Prinzen. Die ist sehr tough, die weiß, was sie will und legt sich auch mit Prinzen an. Der Film wäre nicht vorstellbar ohne die Musik von Karel Svoboda. Draußen auf der Schlosstreppe liegt noch immer der Schuh, den Aschenbrödel nach dem Ball verloren hat. Die Szenen im Schloss wurden übrigens alle im Babelsberger DEFA-Studio gedreht. Und es gibt noch so manches Geheimnis um den Film, was auf Schloss Moritzburg gelüftet wird. Noch bis Ende Februar.